Am 11. November fand die dritte Sitzung der Stadtvertretung Schwerin im Demmler-Saal des Rathauses statt. Im öffentlichen Teil behandelten die Kommunalpolitiker 30 Tagesordnungspunkte. Im nicht öffentlichen Teil waren es 5. Die Sitzung fing mit der Aktuellen Stunde an. Die Aktuelle Stunde behandelt in der Öffentlichkeit diskutierte Themen oder schließt sich einer Debatte an, zu der eine Fraktion weiteren Diskussionsbedarf anmeldet. Thema war Zunahme von Gewalttaten gegen Polizeikräfte und Einsatzkräfte von Feuerwehr und sonstigen Rettungsdiensten. Eingereicht von der Fraktion Unabhängige Bürger, FDP. Diese Leute, die 24/7, 365 Tage für uns da sind, wenn es uns schlecht geht, wenn wir angegriffen werden, denen gehört der Respekt und das möchte ich hier aus der Stadtvertretung in Schwerin. Diese Bekenntnis über die Retterinnen und Retter, die uns wirklich 24/7 immer zur Seite stehen, wenn wir sie brauchen. Die Fraktionen haben dazu folgende Meinungen. Während diese Leute, die das auf sich nehmen und diese Arbeit jeden Tag vollführen, dass die dann auch in der sensibelsten Situation, wenn sie nämlich Menschen helfen, wenn sie Menschen schützen, wenn sie ihnen in Lebensgefahr womöglich sogar helfen, dass sie dann von der Seite angegriffen werden. Das sind ja sensible Momente und das geht natürlich überhaupt nicht. Und deswegen müssen wir dahin kommen, dass dem mehr begegnet wird, auch nicht nur im präventiven Bereich, sondern auch im strafrechtlichen Bereich. Das heißt bei der Bestrafung, wenn so etwas passiert. Und deswegen ist es richtig, dass wir an die Paragraphen herangehen. Das können wir natürlich hier nicht als Stadtvertretung tun. Aber wir sollten mit dafür uns einsetzen, dass wir auch strafrechtlich die Paragraphen im Strafgesetzbuch dahingehend ändern, dass es möglich ist, diejenigen, die solche unfassbaren Angriffe tun, dass diejenigen dann auch ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Wir brauchen eine Verschärfung des Strafrechts für unsere Einsatzkräfte, damit sie in Zukunft sicherer arbeiten können. Und dafür sollten wir uns gemeinsam einsetzen. Die Achtung, die wir auch als meine Fraktion und ich im Persönlichen für die Polizei, für Feuerwehr, den Rettungsdienst, KOD oder andere Hilfskräfte haben, ist sehr, sehr groß. Insofern wird das auch heute hier nochmal eine Botschaft sein, die als moralische Stärkung von dieser Veranstaltung heute ausgehen soll. Aber wir alle haben eine Verantwortung dafür, wie sich das gesellschaftliche Miteinander entwickelt. Und auch gerade wir als politische Parteien. Und oftmals verrutscht in Debatten der Tonfall und auch der Inhalt, wenn wir um Mehrheiten für unsere politischen Konzepte werben. Das braucht Achtsamkeit und das braucht das Wissen und auch die Einsicht, wer den Staat verächtlich macht, gefährdet die Menschen, die in staatlichen Organen arbeiten. Und ich möchte diese Aktuelle Stunde nutzen, an uns alle zu appellieren, den Diskurs in der Sache zu führen, nicht zu übertreiben, auch nicht, um Dinge größer zu machen, als sie sind. Und in diesem Zusammenhang sage ich natürlich auch, Gewalt gegen Polizei und Rettungskräfte muss man genauso einräumen, kann man nicht dulden. Diese Menschen machen ihre Pflicht und wer gegen sie gewaltsam vorgeht, muss bestraft werden. Diese Gewalt ist nicht zu akzeptieren und wir verurteilen sie entschieden. Gewalt gegen Einsatzkräfte ist nicht nur eine Bedrohung für diejenigen, die Tag für Tag ihren Dienst zum Schutz und zur Hilfe der Bürgerinnen und Bürger leisten. Sie ist auch ein Angriff auf den Zusammenhalt und das Vertrauen in unseren demokratischen Institutionen. Die Ursachen für diese negative Entwicklung sind vielfältig. Dazu gehören wachsende gesellschaftliche Spannungen, Ablehnung von staatlicher Gewalt durch bestimmte Bevölkerungsgruppen und Zunahme von Aggressionen auch durch soziale Medien. Die fraktionslosen Mitglieder der Stadtvertretung ergriffen nicht das Wort. Der Marienplatz gilt als der gefährlichste Ort in Mecklenburg-Vorpommern. Laut Statistik passieren dort täglich durchschnittlich 2 Straftaten. Demnach gab es 2022 insgesamt 455 erfasste Fälle vom sogenannten Widerstand gegen die Staatsgewalt und Straftaten gegen die öffentliche Ordnung. Im Jahr 2023 wurden insgesamt 460 Fälle registriert. Die gesonderte Einschätzung des Feuerwehr- und Rettungsdienstes zeige, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen den Helfern mit Dankbarkeit und Respekt begegnen. Die Zahlen werden bei mehr als 20.000 Einsätzen als absolute Einzelfälle betrachtet. Die Gründe können vielfältig sein.